Hallo YouTube, was geht? Normalerweise mache ich ja bei meinen Videos keine Ansage, wie ihr eventuell wisst. Aber ich wollte hier nur ganz kurz erwähnen, weil es kam jetzt fast 3 Wochen waren es, glaube ich, kein Video auf dem Channel. Und ich habe dann doch irgendwo den einen oder anderen Kommentar gelesen, der irgendwie meinte so, yo, machst du noch Videos? Kommt da noch was? Weil es gibt ja sehr viele deutsche RuneScape-Kanäle, die, naja, mal ein paar Videos gemacht haben und dann sind die komplett ausgestorben. Ich wollte euch quasi nur sagen, also, falls das irgendwen von euch interessiert, weiß ich ja nicht, dass weiter Videos kommen. Ich jedoch im Urlaub war, im Urlaub halt nicht so viel gespielt habe. Das werdet ihr am Ende dieser Folge dann auch nochmal alles so ein bisschen genauer erfahren. Und deswegen halt auch nicht viele Clips hatte. Und ohne Clips gibt's kein Video. Ganz einfach. Und ja, also geht weiter hier und Film ab. Lol. Was geht, Freunde? Ich bin zurück, wie bereits erwähnt, im nächsten Clip. Und oh my god, I did it. To be honest, jetzt gerade hier, es war anstrengend. Wie noch was? Okay, es ist halt einfach so, an sich vom Equip her geht das voll klar. Shadowglaives und Serenic Armor ist alles easy für Araxor, ist super gut. Aber es ist einfach mein Defense-Level. Defense, ja, okay, gut, das kann auch höher sein. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe extrem viel Damage gefressen, sondern ich hatte mehr das Gefühl, ich hatte einfach extrem Schwierigkeiten, wirklich Damage anzurichten. Das heißt, ich denke, Araxor ist zwar sehr cool und ich habe es jetzt auch geschafft, ohne irgendwie Ceridomin Bruce oder Face Flossen zu verwenden. Aber wenn ich das hier so anschaue, so mit meinem jetzigen Stand, wird ein Kill am Tag wirklich das Maximum sein, was ich von der Enrage her schaffen kann. Gut, okay, es war jetzt auch Spider-Minions Path. Meiner Meinung nach einer der heftigsten Paths, die Araxor hat. Habe ich gemacht, weil er halt offen war so. Aber alles in allem würde ich echt sagen, Araxor, erster Kill ist geschafft. Das heißt, es ist jetzt möglich, aber momentan nicht mehr als ein Kill am Tag. Das heißt, wir haben jetzt quasi die Aufgabe, mit unseren neuen Prayers und all unseren Errungenschaften, die wir jetzt erspielt haben, halt erstmal zu gucken, dass wir im Combat-Technischen wirklich mal unser Defense-Level und unser Ranger-Level halt wirklich hochbekommen. Und dann, naja, können wir Araxor sicher öfters killen. Aber hey, der Meilenstein ist halt trotzdem da. Ne, also I have killed one Araxi. Ja, also, das kann man jetzt echt sagen, ist vorhanden. Und ich habe gerade jetzt bemerkt, ich habe mir einen Araxytenpheromon eigentlich geholt. Also, ich habe mir das gekauft. Was dazu führen, also, falls ihr es nicht wisst, heißt das quasi, dass wenn ihr jetzt mit eurem Combat-Style hingeht, Range, Mage oder Melee, wird Araxor im Combat Triangle Weak gegen euch spawnen, wenn ihr das dabei habt. Aber ich hatte es jetzt gerade nicht mal dabei. Und anscheinend hatte ich jetzt so viel Glück, dass sie auch so gespawnt ist. Aber dennoch, ja, das war der erste Araxor-Kill. Ich bin super stolz auf mich. Also jetzt mal ohne Scheiß super stolz. Und ja, falls einer von euch vielleicht irgendwo da draußen sagt, hey lol, Araxor, voll cool. Ich habe sie selber noch nie geschafft, so. Könnt ihr mir das gerne auch in die Kommentare schreiben und ich werde gerne auch hier, genau wie zu QBD, einen Guide dazu machen. Es kann halt einfach etwas dauern. Also geht davon aus, dass es wirklich etwas dauert, aber wenn ich einen Guide mache, dann mache ich ihn gründlich. Aber ja, Fazit, Araxor gekillt, fuck yeah. Aber jetzt, ich denke, in naher Zukunft wird dann doch QBD eher so ein bisschen das sein, was wir campen werden. Und vor allem GWD1-Bosse, die werden jetzt richtig lustig werden mit Soulsplit etc. Also, ich bin gespannt. Ja, ich bin richtig gespannt. Yeah. Fuck yeah. Und ich hasse meinen Slayer-Task. Ich glaube, ich gehe den abbrechen. So, Leute, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es reicht. Ich hoffe es jetzt einfach. Also, Bone Crusher kann ich mir auf jeden Fall kaufen. Das reicht logischerweise. Und 8592. Oh mein Gott. Also wirklich, genauer geht fast gar nicht. Aber wir haben jetzt Bone Crusher und die Vogelschädel-Halskette. Das war die schlechteste, die es davon gibt. Also es gibt noch eine bessere. Die holen wir uns auch irgendwann, aber nicht heute. Denn das Ding ist, was, falls ihr nicht wisst, was das Ganze macht, ist prinzipiell der Bone Crusher, der crusht Knochen instant. Also tötet ihr jetzt einen Mob, der droppt einen Knochen, dann wird der instant zermalmt und ihr kriegt Prey XP. Und die Halskette führt quasi dazu, dass wenn ihr Knochen vergrabt, dass ihr Prey zurückbekommt. Das heißt, ich habe jetzt hier ein paar Knochen, kann euch das kurz zeigen. Ich aktiviere jetzt zum Beispiel mein Prey, natürlich, ich habe Flüche und bei dieser Seite noch nicht. So, jetzt
Da, jetzt habe ich zum Beispiel, seht, ich verliere Prayer-Punkte. Zack. Und jetzt, wenn ich diese Halskette nicht anhabe, so, und Knochen vergrabe, dann bleiben die natürlich. Und wenn ich jetzt die anziehe und jetzt vergrabe ich einen Knochen, oh my God, mein Prey ist wieder voll. Woo! Hey, Lemau. Unser Daily Araxi-Kill habe ich damit auch mal wieder geschafft. Ich habe jetzt nicht schon drin angefangen zu recorden, weil ich nicht genau wusste, ob wenn ich jetzt meinen Record starte, mein RuneScape crasht. Und ich wollte es halt nicht riskieren, dass ich dann den Loot verliere. Aber es war ein ziemlich decent Loot. Ich zeige euch mal ganz kurz einen Screenshot, wenn ich ihn denn mal finde. Hallo? Dankeschön. So. Okay, das hat nicht funktioniert. Nice. 10 out of 10. Give me one sec. Ne, ich hab's wirklich gleich. So, hier. Voila. Das war der Loot. Ziemlich decent. Serenic Scales 2 und Ceridom and Bruce ist an sich jetzt nicht unbedingt was Besonderes bei Araxor, aber ist halt einer von den Loots, die eine Million wert haben. Das ist decent. Nice. Ich habe jetzt mal wieder all mein Loot verkauft, der sich in der Zeit angesammelt hat. Und damit sind wir wieder schön bei einem fetten Green Cash Stack. Genau zu sein bei 12 Mil. Das ist nice. Und die nehmen wir jetzt natürlich und gehen jetzt erstmal unseren Daily Stuff machen. Das heißt, wir holen Kraftbugs, wir holen Breitbolzen und dann muss ich gucken, gehe ich eventuell einfach mal ein bisschen slayen oder sowas. Ja, keine Ahnung. Ich bin momentan halt echt eigentlich nur quasi am PBM, weil Richtung Moneymaking, Richtung 99s hier und ja, viel mehr gibt's nicht zu sagen. Well, well. Wir sind mal wieder am Ende eines weiteren Daily Araxi Kills, wenn man so will. Und ich muss sagen, ich muss mir jetzt endlich ein Preset für Araxor machen, weil diesmal habe ich vergessen, Gegengift mitzunehmen. Beziehungsweise ich glaube, ich habe das noch nie dabei. Aber diesmal habe ich richtig viel Giftschaden bekommen. Und ihr seht ja ungefähr, wie viel Food ich left hatte und wie viel HP und sowas. Also es war way too close. Aber we did it. Und jetzt schauen wir den Loot an. Oh, sahnig, back to back, one mil, so muss es aussehen. Das ist doch geil, Alter. Das ist schon fast wie der neue Daily, wo ich jeden Tag eine Mil hole, Alter. Das ist juicy und ja, von Zeit zu Zeit steigt auch unser Range-Level und wir können irgendwann auch mehr Kills am Tag machen. Momentan, ihr seht's ja selber, ne, also ich denke, wenn wir dann irgendwann Packjack haben und ein bisschen höher Range, bisschen höher Defense, vielleicht sogar ein Gift-Langbogen oder sowas, können wir so richtig hart reinsahnen mit den Kills, aber momentan ist es halt echt kritisch und ich denke so ein Kill am Tag, ich glaube dabei sollten wir bleiben, aber das war unser dritter, glaube ich jetzt, oder? Araxi? Ja, unser dritter Araxi, okay, ist das nicht schön, beautiful. Ich bin stolz auf mich selber, nee, just kidding, aber ja, nice. Alter Vater, der wohl bedrückendste fucking Kacktrip, den ich zu Armadil in meinem ganzen Leben hatte. Also, no joke. Ich wollte eigentlich ursprünglich hier hingehen, um meinen Avianzi-Slayer-Task zu machen. Danach habe ich eigentlich schon bei den 4Ks den Task fertig gemacht, weil ich aus Versehen auf Kampf betreten und nicht eigenen Kampf starten gedrückt hatte und deswegen alle 4Ks zweimal machen musste. Und am Ende, ja, ich weiß nicht, waren es vielleicht jetzt 400k, die ich bekommen habe, noch mit Ice und Cash-Drops. Geht besser. Geht echt besser. Zumal, glaube ich, echt das meiste Geld, was ich verdient habe, ja, hier in den Adamantbahn steckt. It's so fucking sad life, to be honest. Aber, naja, immerhin Slay-Task beendet. Aber was ich euch im letzten Clip nicht erzählt habe, ist, dass dieser Slayer-Auftrag sogar ein kleiner Meilenstein war. Denn wir haben 400 Slayer-Punkte. Heißt jetzt für die meisten von euch vielleicht gar nichts oder bedeutet für die meisten gar nichts. Aber ich erkläre euch, was das bedeutet. Wir können jetzt hier kaufen. Okay, man muss da nicht mal bestätigen. Einfach instant gekauft. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, den Slayer-Helm herzustellen. Und das werden wir als nächstes tun. Wow, ich habe jetzt alle Zutaten hier zusammen. Und ich glaube, ich muss jetzt einfach nur noch das hier machen. Voila, Berserker-Helm. Fuck yeah, Stufe 10-Helm. Holy shit. Aber ich glaube, der ist fucking OP, wenn man damit slayt, oder? Irgendwie so ein Müll. Auf jeden Fall sieht er cool aus. Ich weiß nur, man kann ihn dann auch noch verbessern, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob der gut ist, wenn man bessere hat, quasi. So, also bevor man ihn halt verbessert hat. Weil ich kann ihn dann hier Rang 1, 2, 3 bis zu Rang 4 kann man den machen. Dann wird er ein 70er Helm. Ja, ich weiß nicht genau. Ist er wirklich so broken? Schreibt das mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst, Leute. So, ich habe mich mal wieder dem Tagesgeschäft der Todestasks endlich mal wieder etwas
habe ich dabei getan. Oh, da ist ein Typ ohne nichts. Wow, den töte ich jetzt einfach. Lololol. Ja, warum auch immer ich das tun sollte. Nee, wir ziehen uns zurück aus der Wilderness. Peace out, Bro. Sorry, dass ich deine Position verschoben habe. Ja, ich habe endlich mal wieder angefangen, Todestasks zu machen. Wir haben wieder 40 Todespunkte. Einfach nur aus dem Grund, weil ich mir jetzt dachte, jetzt haben wir lange pausiert, weil ich halt andere Dinge zu tun hatte. Und jetzt könnte man finally mal wieder damit anfangen. Und, ja. So far, so good, würde ich sagen. Wir haben 15 mehr Cash. Das ist ziemlich decent. Hier ist Loot von ein bisschen QBD, bisschen Araxor und war noch ein bisschen bei Vindicta. Alles für Todestask. Auch die Clues werden wir demnächst mal machen. Ja, ja, es sieht alles gut aus, geldtechnisch. Alles gut. Also, ich kann euch nicht genau sagen, ob es wirklich jetzt der Poison-Trank war, der so viel ausgemacht hat. Aber der Araxi-Kill diesmal war um einiges smoother. Und naja, 500k, davon 400k Cash ist auch ganz decent. Ich meine, es geht besser, aber für unseren vierten Kill ist schon alles im grünen Bereich. Lmao. Okay, es ist nicht wirklich was super Besonderes, aber ich meine, Lila kriegt man selten und Darox Plattenbeinlinge, super hässliche Darox Plattenbeinlinge. Ist okay. So, Freunde, nach Ewigkeiten recorde ich auch mal wieder einen Clip. Ich meine, für euch ist es wahrscheinlich in einem und demselben Video und ihr habt keine Ahnung, wovon ich laber. Aber um das ganz kurz zu erklären, ich war jetzt ein bisschen im Urlaub, weswegen ich jetzt hier zwar ein bisschen gespielt habe, aber halt nicht so richtig, weil ich hatte nur schlechtes Internet und Laptop und sowas. Und alles, was ich eigentlich gemacht habe, so die letzten Tage, war immer diese Gutik-Schmetterlinge eingesammelt. Weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ob ihr wisst, was das ist. Ich hoffe jetzt einfach mal schon, beziehungsweise ich nehme jetzt einfach mal an, ihr wisst das. Und auf jeden Fall ist es so, dass ich dort einerseits immer so ein bisschen die gesammelt habe, heißt mein Landwirtschaftslevel und mein Baukunstlevel sind jetzt dann bald auf Level 50. Und ansonsten habe ich eigentlich nicht wirklich viel gemacht. Bin mir nicht sicher, ob ich mal noch einen Slay-Auftrag gemacht habe. Die Daily-Sachen habe ich auch immer wieder gemacht. Also das heißt, ich habe immer wieder mein Dingens geholt, mein Kraftwachs etc. Und hatte dann die kleine Hoffnung, dass es eventuell sein könnte, dass das muss ich jetzt ganz böse zensieren, dass ich eine Drachenreiterlanze kaufen kann für etwas billiger Geld, Alter. Hat leider noch nicht funktioniert, aber auf jeden Fall werde ich jetzt demnächst dann die erspielen gehen, denn die könnten wir eigentlich wieder gebrauchen und ich glaube, das habe ich recorded, das war glaube ich noch zu Hause, als ich das bekommen habe. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich wollte jetzt eigentlich dann Bossen und Clues machen, war so mein Ziel demnächst. Und ja, auf jeden Fall tut es mir leid, dass jetzt ein bisschen länger kein Video kam. Das lag wirklich aber daran, dass ich im Urlaub war und halt auch nicht so ganz viele Clips hatte. Aber jetzt werde ich erstmal wieder ein bisschen durchsuchten auf dem Account, dann wieder eine Million Klicks haben. Klicks vor allem, Clips haben. Und dann, ja, wird auch wieder mehr Video kommen. Ich weiß nicht, wie lang das Video sein wird, aber ich beende das hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, seid cool und tschüss.